Ach, das ist auch noch das Gitter, wo ich gesagt habe, da geht's links rum. Alter, ey, den Hebel, ey. Den hätte ich nie gesehen, wenn ich mich jetzt nicht hier für den Brunnen interessiert hätte, ne? Unfassbar. Das kannst du ja gar nicht packen, alles zu finden, ey. Zumindest habe ich jetzt schon mal jetzt eine Seite gefunden. Ich hatte das ja schon bei Qualopec, am Ende von Qualopec hatte ich das ja schon mal erwähnt, dass ich dann doch mir anschauen will, zumindest wie viel Geheimnisse so ein Gebiet hat. Und da habe ich echt eine gute Seite gefunden, wo ich das auf einen Blick sehe, ohne dass ich mir irgendwie längere Texte durchlesen muss und da vielleicht irgendwo mich durch Lösungstexte durchbuddeln muss, um mir da irgendwas zu verraten, sondern wirklich auf einen Blick direkt die Anzahl der Geheimnisse kenne. Und da wusste ich jetzt natürlich hier auch schon hier jetzt, wie viel das sind. Aber was ist jetzt eigentlich hier hinten? Oh, wenn der Hebel schon so versteckt ist, ist doch jetzt hier das Geheimnis, oder? Ja, ganz klar. Ach, da liegt noch mal Munition. Ja, nee, ist klar. Ich sag mal F5. Ich will da gar nicht hin, Mensch. Aber meine Gier, die treibt mich schon wieder hier hin. Oh, ich habe aber jetzt keine Lust hier, mich zerteilen zu lassen. Und die Hälfte von mir hier zurückzulassen. Oh, nee. Wie weit kann man denn hier vor? Gott. Ja. Da sind wir gerade beim Friseur. Oh, ich spring da jetzt einfach mal rüber. Oh. Dann lösen wir die Platte aus. Oh Gott, ey, was ist das? Jetzt nehme ich erstmal die Munition mit. Ach, da hinten liegt ja noch Schrot. Ja, her damit. Oh, ja, endlich. Ich wollte doch mal auch wieder die Schrot benutzen, Mensch. Sehr gut. So mehr war ja jetzt nicht, oder? Ist noch was? Nee, da ist nichts. Nee. Gott, nee. Ach! Da liegt ja noch eine Waffe. Oh, hab ich fast übersehen. Alles rinnen, Leute. Oh, jetzt muss ich da auch noch mal rüber. Vergesse ich mich jetzt hier nicht. Ich mache das jetzt mal anders. Klar. Oh, jetzt habe ich die falsche Taste gedrückt. Oh. Ja, tatsächlich, das ging gut. Oh, ich spiel raus hier. Oh, da laufe ich nochmal gegen die Wand. Oh, nee, ey. Also, das ist ja ein Spaß da hinten. Also, ich hätte ja nicht gedacht, dass ich im Leben mal weiterkomme, wenn ich neben mir stehe. Oh, nix wie raus jetzt hier. So, und was ist jetzt mit dem Gitter hier? Ich will da auch rein. Ach so, nee, da ging's ja nicht um die Ecke. Dann ist das hier umsonst. Oder was? Oh, ich weiß nicht, dass dann noch irgendwo eine Tür aufgeht. Linken Seite ist ja kein Hebel, oder? Ja, das ist der, der nicht wusste, wenn man gegenüber steht. Nee, hier ist kein Hebel. Nee. Ja, das heißt dann wohl wieder raus aus dem Garten. Puh. Ach, da waren jetzt 50 Schuss drin, oder? Na, immerhin. Was muss ich denn jetzt überhaupt machen, Mensch? Ach, wir müssen zurück zur Schaltzentrale, natürlich. Alles.
Alles klar. Und dann durch die nächste Tür durch. Oh, nee. Oh, nicht, dass jetzt hier wieder Gegner kommen. Ist ja nicht schwer drauf zu kommen. Immer wenn man irgendwas hinter sich hat. Ein Geheimnis entdeckt, ein Rätsel gelüftet. Ja, das war hier der Flüchtige. Hat ihn auch nicht geholfen. So, jetzt sind wir wieder hier in der Halle. An der zentralen Recheneinheit. So, wo waren wir denn jetzt drin? Wir waren jetzt zuletzt in der zweiten Tür. Das heißt jetzt, wir brauchen noch zwei Türen, oder was? So, wie war denn das jetzt? Das Cocktailglas steht für 1. Ach so, da sollte ich mal hier rüber gucken, was da drauf steht. Okay, den letzten und den mittleren Schalter auf 1 stellen. Das kriege ich vielleicht noch gerade so hin. Ohne von vorn zu beginnen. Ist das eh eine Rennerei hier. Also was habe ich gesagt? Den letzten und den mittleren. Achso, dann müssen wir den jetzt nochmal auf 0 stellen hier. Professor. Ja, jetzt müsst ihr offen sein. Ja, da wird es uns auch angekündigt und die Tür steht auch offen. Jetzt steht uns da der Spießrutenlauf bevor, oder was? Halle. Geradezu geht's rein. Ich habe schon mein Loch gesehen. Ach, da drüben auch. Aber was ist jetzt hier? Und bist weg. Ich probiere das jetzt mal hier so daneben. Ja, da kommst du nicht hoch. Wenn du das probierst, bist du hin. Okay. Aber wisst ihr was? Ich hau mir erstmal eine Spritze in den Arm. Also hier hatten wir schon mal keine Gegner und zumindest habe ich schon mal jetzt hier so Plattform. Oh, keine Ahnung, also hier oben kommen wir schon mal nicht rein, das wird genauso hoch sein. Ja, das ist auch da abschließend mit den Abbildungen. Also bleibt nur der Gang hier hinter uns. Ja, jetzt können wir uns hier entscheiden oder was, da geht es einen Gang rauf. Und hier haben wir den Würfel. Ja, ich habe mich mal entschieden, die zwei Schuss Schrot, die ich gerade aufgesammelt habe, hinten beim Friseur, die will ich natürlich sofort verbrauchen, ist doch klar. Ach, hier, den kann man nicht reindrücken, ne denn? Jetzt kannst du da.
wir ja einen selbstverständlichen Hebel. Was war denn jetzt das? Also das hat sich jetzt angehört, als würden hier gerade ein paar Ratten um die Ecke springen. Aber so im ganzen Rudel. So, was ist jetzt hier? Nicht. Aber wissen wir ja, das hat nichts zu bedeuten. Gegenteil. Ach, natürlich. Ach naja, jetzt ergibt dieses Bild auch einen Sinn. Die Platten, wo wir gerade noch gesehen haben, wo ich drauf stand auch, das sind eigentlich Säulen und die haben wir jetzt mit dem Hebel hochgefahren. Also musste erst den Würfel beiseite ziehen. Okay, ja dann ist das ja hier so eine Turnerei wie in der Schaltzentrale. Und über die Säulen komme ich jetzt da drüben rein. Na gut. Oh nee, ey. So, hier mache ich einen einfachen Sprung, oder? Ja, also wenn du jetzt hier den Block verfehlst, da wird eben da unten noch sichergestellt, dass du das nicht nochmal versuchst. Ja. Ja, jetzt mach ich hier mit Anlauf. Oh, auf den Stoß ich mir da oben jetzt nicht den Kopf ein. Ja, das funktioniert. Das wird jetzt alles hier mit Anlauf sein. Die stehen alle ähnlich weit auseinander. Na gut. Noch ein bisschen rüber, ne? Okay. Ach, das mit Festhalten, aber im letzten Moment habe ich da noch gedrückt. Ja. Das ist ohne Festhalten. Gut. Hier auch nochmal mit anlaufen, klar. Ach, da hinten sehe ich schon was liegen. Das ist uns. Ganz nah dran hier. Ach, na klar, das ist der dritte Bann. Oder wie viel haben wir jetzt? Ach so, nach oben. Ja, das ist dann der dritte Bann. Oh mein Gott, wie viel von dem Zeug muss ich denn noch einsammeln, ey? So, was ist jetzt hier? Ja, schaut doch sehr einladend aus. Da schwingt doch bestimmt dann wieder die Guillotine von links nach rechts. Von hinten kommt noch eine Kugel über uns gerollt. Und zwei Krallen kratzen uns ins Gesicht. Oh nee. Ja, ich muss darüber. Komme ich da so rein? Nee, ne? Oh, da wirst du ja voll überrannt von so einem Affen rausgeboxt. Oh, da kann ich jetzt froh sein, dass ich die Schrot in der Hand hatte. Und der war weg mit einem Schuss. Ja, das war ein glatter Durchschuss. Ja, da wisst ihr, warum ich die Gun so toll finde. Oh, ich wechsle mal. Weil ein Schuss, das gelingt einem eigentlich wirklich nur aus nächster Nähe. Aber das war ja nun jetzt wirklich, also den haben wir ja jetzt voll ins Gesicht geschossen, ey. Bevor uns da die Munition ausgeht. Ach ja, ne, ich sollte mal hier, ne? Aha. Jetzt haben wir so einen dritten Bann. Ja, wie viel jetzt noch? Also noch eins sammeln. Wir haben ja noch eine Tür vor uns. Na gut. Wie komme ich jetzt hier wieder raus, Mensch? Oh, also hier nochmal drüber. Da war die Tür. Dann springen wir jetzt einfach mal hier so runter, oder?